Ja, Jogi Löw, verdiente Führung für Real Madrid, muss man sagen. Wie haben Ihnen die ersten 45 Minuten gefallen? Vor allen Dingen natürlich die Leistung von Semih Khedira und Mesut Özil. Also das Spiel ist schon interessant, taktisch ganz gut. Lyon am Anfang aus sehr stark, also vor allen Dingen in der Defensive und gut bei Konter. Aber nach und nach hat Madrid natürlich auch, sagen wir mal, gute Aktionen nach vorne gehabt. Und ich glaube, die Führung verdient Khedira, Özil gut. Haben Ihnen gut gefallen. Zu Ihnen noch, Sie haben Ihren Vertrag beim DFB jetzt gerade bis 2014 vorzeitig verlängert, obwohl es ja auch einige attraktive Trainerposten gerade in der Bundesliga zu vergeben sind. Ich denke da an Schalke, an Bayern München. Was hat dann am Ende den Ausschlag gegeben, dass Sie beim DFB verlängern? Also die Nationalmannschaft in Deutschland ist also schon auch was ganz Besonderes, das Flaggschiff im deutschen Fußball. Wir haben zuletzt eigentlich auch sehr erfolgreich gearbeitet, gute Perspektiven. Und wenn ich ganz ehrlich bin, macht es mir bei der Nationalmannschaft am meisten Spaß. Wie beurteilen Sie die Situation gerade in der Bundesliga? Ist ein bisschen Unruhe da beim HSV, bei Schalke, bei Bayern? Spricht nicht alles für Beständigkeit? Wie beurteilen Sie das als Bundestrainer? Ja, wenn es so unbeständig ist in den Vereinen, spricht nicht unbedingt für ein erfolgreiches, gutes Arbeiten. Ne? Weil konstant zahlt sich eigentlich irgendwo immer aus. Und von daher ist im Moment sehr viel Unruhe, aber diese Vereine haben auch Probleme. Jogi Löw, vielen Dank. Viel Spaß in der zweiten Halbzeit. Dankeschön. Danke.